Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Live in the Woods mit Moose. Live in the Schmutz. Live in the Schmutz, ja, live in In the the Dirt. Regen und ja. Ich baue Oh, das ist jetzt so die Birke dirty ab. wie meine Seele. Mann, ey, ich sag ja, Sarah hat sie an. Das Ja, ist diese Wortüberleitung. Vom Allerfeinsten. wenn man es halt drauf hat, dann hat man es drauf, ne? Ja, kann nicht jeder. Sag ich Kann nicht noch. jeder. Muss man halt Was? auch den Mut zu haben, einfach so scheiße zu sein. Ja. Ich habe übrigens gerade dran gedacht, den Timer zu stellen. Richtig gut. Ja. Das wird noch was. Ja, mit Nach 10 viel. Stunden, das wird was. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, mit viel Geduld. Viel Birke brauchen wir eigentlich? Viel. Weiß nicht, Weil ob die die so sieht viel ist, erstens gut aber. aus. Was? Wir haben ja Saplings, wir hätten die anbauen können, ne? Ja, Oh. stimmt. Aber wenn du die gefällt hast, fallen doch die Saplings eh von alleine runter. Dann baut die sich ja wieder selber an. Ja, aber hier haben wir noch alle eingesammelt. Von der Birke? Ja, die sind in der Truhe. Ach so. Ah, ja, soll ich mal in Birkenwald pflanzen gehen, gerade schnell? Ja. Dann haben wir das schon mal. Finde ich eine gute Sache. Ui, was denn hier? Darf mich nur nicht wieder die Orientierung verlieren. Zur Regen ist scheiße. Orientierung. Ich hasse den Regen wirklich voll. Ja. Er ist so trüb und macht schlechte Laune und Regen halt. Gibt ja Ja. Leute, die mögen Regen. Ne? Das kann wirklich ganz schön sein. Aber Also ohne ich. Witz. Wenn ich drin bin, mag ich Regen. Finde ich Regen auch okay, ja. Aber wenn ich draußen bin. Nee, da muss ich ernsthaft sagen, sogar wenn ich jetzt so draußen bin, ist halt wirklich so ein richtig warmer Sommertag und dann kommt so warmer Regen. Der riecht dann so richtig. Weißt du, wie Ah das ja, so nach riecht? Regen, Boah. ja. So nach frische Luft und Gewitter und sowas, das ist schon geil. Ja, Gewitter finde ich auch cool. Boah, Aber als nur wenn ich Kind. drin bin. Ach nee, finde ich auch draußen gut. Boah, da habe ich gleich noch eine Story zu, die ist aber Ich nicht auch. jugendfrei. Oh Die nee, ist meine nicht. schon. Oh nee, meine schon. Aber als Kind. Nein, das ist jetzt nicht die jugendfreie. Die nicht die. Oh, ja. Als Ah, Kind ja. hatte ich immer Angst vor Gewitter und da hatte ich einen Gewitterfrosch und eine Gewitterkatze. So kleine, oh, das war nicht so Stofftiere klug. oder was? Ja, nee, so kleine, das waren nicht mal Stofftiere, sondern so kleine Figuren. Und immer wenn Gewitter war, habe ich mir die genommen, dann war es nicht mehr so schlimm. Kennst du was auch als Kind? Als Kind hatte ich auch Angst, beziehungsweise ich finde es jetzt noch nicht so. Also, sagen wir es mal so, tagsüber Gewitter kann ich, finde ich cool. Nachts Gewitter, da habe ich Angst. Aber Also. nachts ist das doch gerade erst interessant. Nachts habe ich Angst. Das ist, ich hatte früher ein kleines Kissen, also so ein plattes Kissen, das hieß Kuschel. Und das habe ich mir dann immer übers Gesicht gezogen, damit ich nichts hören muss, nichts Oh. sehen muss. Ja. So ist Ich hatte das. damals so eine Schmusedecke. Da habe ich sogar in der Waschmaschine beim Waschen zugeguckt. Echt? Ja. Oh nee, das habe ich nicht gemacht. So weit ging es bei mir dann doch nicht, Die ne? Liebe. Die Liebe ging nicht so weit. Was wollten. Aber Ja. die Jugend, die nicht jugendfreie Story, ne? Also ab hier ist jetzt FSK 18. Ich weiß, ihr seid gewissenhaft und schaltet eh weg. Nee, so schlimm wird's auch gar nicht. Aber Nee, Gewitter. ich schalte ab, ja. Ja. Ich kenne jemanden, der jetzt nicht mehr unter uns ist, also nicht mehr unter uns, der hätte wirklich abschalten müssen. Ja. Du weißt, wen ich meine. Komm. Ach so, ja. Ich wusste, dass du gerade am Rattern bist, so dong, 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 dong. Ja. Aber es war mal ein lauer Sommer, na, Nachmittag, Abend. Und ich war im Garten in einem relativ großen Haus alleine mit meiner damaligen Freundin. Ja. Dann. Komisch, was passiert jetzt nur? Was mag da wohl kommen? Auf jeden Fall war es wirklich sehr, sehr warm. Und zuerst haben wir so den den Rasenterrorist. Rasensprenger. Sprengler, meinst du? Ja. Haben wir den ausgepackt und dann sind wir da halt so durchgelaufen. War auch ganz lustig und super schön und erfrischend. Und dann haben wir halt noch was gegrillt und dann wird das Wetter auf einmal voll schlecht. So von jetzt auf gleich. Wirklich mit Gewitter und allem drum und dran. Und irgendwie sind wir dann ineinander geraten.
Und irgendwie. Wir saßen, oder ja, wir saßen dann ja nicht mehr unbedingt, aber wir waren auf jeden Fall draußen im Garten bei einem richtig krassen Gewitter mit richtig krassem Regen. Und das war einfach unglaublich cool. Das hatte irgendwie was. Also das muss man einfach mal erlebt haben, sowas. Das ist echt krass. Ja, heftige Geschichte, ne? Vielleicht auch ein bisschen gefährlich. Ja. Aber war cool. Ja, das Sprichwort, ne? Buchen sollst du suchen, Eichen sollst du weichen. Ja. Gewitter. Ja. Aber das war interessant. Das war nämlich meine Geschichte dazu. Was? Hä? Boah, was für eine Überleitung! Wow. Ja, das war so eine krasse Überleitung, dass es geleckt. Klasse. Weil ich war da auf Exkursion mit meinem, ja, Studiengang, so. Und wir waren wandern. Und es hieß noch am Anfang vom Tag, ja, heute soll es ein Unwetter geben und wir sind den Berg hochlaufen. Und man hat schon, da hat die dunklen Wolken gesehen, man hat schon das Grollen in der Ferne gehört, ja. Und sind trotzdem weiter hochgelaufen. Und der Berg, der war ungelogen so steil, dass du dich teilweise an Wurzeln hochziehen musstest, ja? Und weil du wärst, also schon klettern musstest zwischendrin. Und dann waren wir so kurz vorm Gipfel. Und da hat's angefangen zu hageln, zu gewittern direkt über uns. Und du bist dann fast ganz oben, ne? Bist klatschnass geschwitzt, weil es einfach assi anstrengend war. Dann haut da so ein Wind durch und es gewittert einfach die ganze Zeit. Und ich denke hier sowieso draußen und Gewitter, boah, nee. Und dann noch Hagel, ne? Und der Hagel sah dann aus wie Schnee, weil der geblieben ist. Und du denkst dir, und das jetzt wieder runtergehen, ne? Wo es vorher so steil war. Und du alles hochklettern musstest. Boah, da hatte ich ja nicht. Ja, geil. Da war es echt gelaufen bei mir. Hä, wieso sammle ich denn nichts ein? Jetzt, ein Riesenleck. Okay. Ja. Das war wirklich ein Riesenleck. Bei dir. Ja, ich weiß nicht. Oh nein. Was denn? Ja, die Leckerei. Die Leckerei. Es leckt immer noch. Halb oh nein. Jetzt aber nicht mehr. Kurz Pause. Hä? Jetzt das Hä habe ich gehört. Ja, ich glaube, wir cutten hier mal. Wir kacken hier mal. Ja, müssen wir schon machen. So, okay, können wir weitermachen. Ja, so, jetzt ist der Moose wieder da. Ja, ich bin voll der Lappen, ich habe voll die Gammel-Hardware, so ein Steinzeit-PC und so. Hm. Nee, ja. Java hat sich irgendwie aufgehangen, keine Ahnung, was da war. Weil Java. Ist halt eigen. Tja. Glaube ich, würde da tatsächlich. Ja, so ein Ding hochziehen. Säule. Sollen wir die Felder eher längs oder eher quer machen? Warte, ich guck mal, was du meinst. Warte, wir gehen erstmal schlafen. Wait, jetzt bin ich schon runtergegangen. Na gut. Schlafenszeit. Schlafenszeit. Haha, auf deinem Bett ist ein Tausendfüßler. Boah, den werde ich jetzt vernichten. So. Nee, der muss komplett vernichtet werden. Das kann ich so nicht. Na? Kannst du nicht schlafen. Ja, mit den ganzen Gefiechern hier drin. Bah. Boah, kennst du Human Centipede? Ja. Hast du ihn schon mal gesehen? Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen. Echt nicht? Ich kenne den Trailer, ich kenne Filmausschnitte. Ich wollte ihn mal gucken, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Hast du was verpasst? Ja. Eindeutig. Ist eine Perle. Ja, ich schaue ja eigentlich an sich gerne Horrorfilme und so. Und ich ja, schon Horror gesehen. Ist da ja, also, ne? Also, ist schon Horror, ne? Für dich. Stell dir das doch mal vor. Das ist richtig widerlich. Für mich wäre das der reinste Horror. Also, ich finde das ja ganz geil. Okay. Ah. Nee, also, es ist halt kein klassischer Horror, ne? Nee. So, ja. Es ist eher so Fremdschämen-Ekelhorror. Ja, es ist jetzt kein Splatter-Film. Nee, aber trotzdem ziemlich ekelhaft. Ja. Wenn nicht sogar noch ekelhafter. Willst du jetzt mal gucken kommen? Ja. Ich wusste, ich hatte eine Aufgabe. Ich wusste nur nicht mehr. Was genau? Du musst den König huldigen. Los! Los, huldige dem König!
Nee. Es kalt, wie du so guckst, das sieht so richtig gut aus. Guckst so, nee. ja, dann erzähl ja mal. Also hier geht ja der Weg so, ne? Bam, dadam, dadam. Und dann würde ich sagen, hierhin so die Reihen. Eine Reihe, zwei Reihe. So, ne? Ist besser als so längs hier. Ja, okay, gut, das war's. Tschö. Okay. Habe ich jetzt viel zu beigetragen, ne? Du hast bestätigt, dass das besser ist als anders. Also alles gut. Na dann. Muss ich jetzt erstmal hier ausheben. Ich mache hier mal den Raum für unten drunter frei. Damit man da schon mal vielleicht planen kann, wie es weitergeht. Mhm. Nö? Ja. Ja, mach nur mal. Blablabla. Ich verstehe. Oh. Hä? Ach so, ich verstehe jetzt gerade, glaube ich, auch. Was denn? Ah, mit dem... Mit der Hake hier. Hä? Nee, ich verstehe nicht. Du musst Rechtsklick machen. Ah, ich verstehe. Ah, es geht erst, wenn du Wasser gelegt hast. Ah, ich verstehe. So, hä? Ein Erdpatzen? Ja, wenn du kein Wasser da ist, dann wird die Erde dann nämlich nicht nass und dann passiert da gar nichts. Ich verstehe. Okay. Das ist immer gut. Ja, ist ja auch selten bei mir, ne? Das hast du also, gesagt. Ja, komm, du hast es doch gedacht. Nö. Ja. Niemals. Ach, scheiße. Nein. Ich muss das ja irgendwie stylisch hinbekommen, ne? Oh Mann, dieser Tausendfüßer, der tanzt hier gerade rum. Der dancet sich hier gerade vor deinen ab. Jetzt ist er tot. So. Oh nein. Nicht, das war schon Absicht. Ey, ich habe mir das so direkt bildlich vorgestellt, wie da jetzt ein Tausendfüßler ist mit einem Zylinder und so einer Tanzstange und so voll abgeht. Das war voll geil. Und du hast ihn einfach umgebracht währenddessen. Ja, vielleicht weil er keinen Zylinder hatte. Schade. Wie hier dieser Jiminy Cricket, weißt du? Nee, kenn ich nicht. Ach so, doch. Die Grille. Ja, natürlich. Ja. Hab zuerst mal gedacht, Jimmy, den kenn ich nicht. Ja, nee, direkt mal, was der sagt. Nee. Ja, das war so, nee. Kenn ja eh nix. Eine oder zwei Wasserbahnen? Also, eine oder zwei? Alle drei Felder, eine Bahn, oder? Ja, also Blöcke, einen dann. Einen Wasserblock. Ach so, ja. Das reicht. Reicht. Du musst es ja immer so sehen. Ein Wasserbahn reicht, glaube ich, für vier Blöcke. Aber du hast ja links und rechts ein. Das heißt, du hast jeweils eine Wasserbahn für eineinhalb Blöcke. Ah. Ich sehe, du hast Mathe studiert, ne? Ja. ja. 1, 2, 3, 4. Siehst du, bei mir reicht es nur bis 10 und dann ist Ende. So. Haben wir eigentlich noch Eisen? Ja. In der rechten Truhe. In der großen Truhe. Ich gucke ganz angestrengt, aber da ist kein Eisen. Hey, hab ich's doch im Inventar. Oh, ich hab's im Inventar. Musst du die holen kommen. Oh. War jetzt schon kurz geschockt, dass wir kein Eisen mehr haben und ich keine Schüsse mehr bauen. Oh, guck dir das an. Voll gut. Geil. Warte, so, hier. Danke. Nee. Danke, Anke. Bitte, Brigitte. Oh. Oh Mensch, bin ich heute schlagfertig. Gab's doch immer die schönen Wortwitze, ne? Also, was heißt Wortwitze? Diese Witze mit den Namen, mit... Keine Ahnung. Ja. Kennst du noch, ja, was? Ja. Ich wollte jetzt ein Beispiel bringen. Ja, dann erzähl. So wie alle stehen ums Feuer, nur die Brigitte, die steht in der Mitte und so. Boah, wie behindert. Von der Brigitte zur Mitte zum Sack. Es fällt mir natürlich kein Name. Mir fällt kein Name auf Sack ein. Von der Mitte zur Brigitte zur Titte zum Sack. Und Jacques Chirac. Das war doch mal ein französischer Präsident. So. Du bist aber auch hier sehr, was? Kreativ. Klug. Ja, klug, würde ich sagen. Ich weiß. Sagen viele, höre ich oft. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Wer erzählt? Hä? Wolltest du nicht gerade irgendwie was dazu sagen, bevor ich mit meinem komischen Witz kam? Ich hab's vergessen, keine Ahnung. Oh. Ich bin auch nicht konzentriert. Nee, es ist ja das Ding, ich bin konzentriert auf das, was ich hier baue.
doch multitaskingfähig sein. Ich bin keine Frau. Oh nee, doch, ja, ist richtig. Also du meinst ganz außen, wo bist du? Ich bin hier. Ach so, schön. Also links. Ach so. Hey. Nee, hier bin ich doch. Hallo. Ah, da. Guck mal, hier rechts, das kriegt genug Wasser, meinst du? Mhm. Okay, gut. Aber du kannst auch da jetzt noch eine Wasserbahn reinhauen, ne? Ja, hier muss ja auch noch ein Zaun drum nachher, ne? Aha. Ja, der kommt dann hier und dann wollte ich überall eine Rasenlane so lassen quasi, weißt du? Ja, und du musst hier noch so die ganzen Wasserdinger. Ja, ausgehen. Ja. Ich wollte jetzt hier erstmal. Hat er einen Durchhänger? Ja, habe ich auch manchmal. Wenn ich wieder mit dir hier Minecraft aufnehmen muss, ey. Ja, Mensch. Naja, ich muss gleich zum Wasser gehen, das habe ich gesehen, auf jeden Fall. Ist aber schön. So traut man mir nicht zu, aber ich weiß zu überraschen. Mhm. Heftig. Heftig! Ich bin einfach ein krasser Typ. Hier gibt's irgendwie nur Erde. Gefällt mir nicht so. Ich glaube, das muss ich ein bisschen wegmachen. Boah, hier war wieder Jiminy Cricket. Oh. Wo ist der? Kannst du alle töten. Ja, sowieso. Die müssen weg. Oh, hier ist ja eine Myrre. Ah, ich habe ja gar keine. Ach, hast du eigentlich keine Axt mehr? Du hast keine Ahnung, was? Hast du. Du hast kein Leben. Guck mal, hier unser Apfelbaum. Oder mein Apfelbaum. Deine sind eher die Nachzügler. Aber meiner ist schon am Ausrasten. Ja, irgendwie schon. Richtig gut. Mhm. Aber der Apfel ist noch nicht reif, oder? Hier oben hängen welche, keine Ahnung. Ja, du merkst, wenn sie reif sind, wenn du einmal gegenhaust und sie runterfallen, dann sind sie reif, aber die sind noch nicht reif. Normal war das immer so. Ist das dann ein Unterschied, wenn man die reif erntet und nicht? Von dem Hungergefühl? Manchmal, wenn sie nicht reif sind, dann kannst du sie nicht aufnehmen, dann sind sie einfach weg. Ach so, oh, das ist blöd, ja. Ja, das ist blöd. Oh, wir können ja dann, wie heißt das? An Weihnachten Bratapfel machen. Bratapfel, ja, kann man sogar doch wirklich machen. Ja, ja, klar. Man kann auch Cheeseburger machen. Ja, ist voll gut. Boah, wie ich jetzt Bock auf so einen Cheeseburger hab. Ich hab einfach noch nichts gegessen, Mann. Oh. Ah. Will man noch mein Keksbutterbrot liegen? Also mein Keksbutter, mein... Da Butti. Ja, jetzt darfst du Keksbutter erklären. Viel Spaß. Ja. Ah nein, da mach das. Kann sein, dass die jetzt ein bisschen kürzer ist, aber mach das lieber in der nächsten Folge. Kann auch sein, dass sie ein bisschen länger ist, weil wir eben ein paar Probleme hatten. Also, ja. Okay, nächste Folge gibt's Keksbutter. Ja.